Wer Frauen schlägt oder diskriminiert, wer Frauen missbraucht oder misshandelt, wer Frauen ausbeutet oder vergewaltigt, wer Frauen bevormundet oder belästigt, ist ein Spacken mit einem ganz kleinen Selbstwertgefühl. Wir dürfen uns gegen Gewalt, gegen uns wehren. Die Gesellschaft, in der wir uns befinden, ist eigentlich dazu prädestiniert, niemanden zu benachteiligen. Hier in Deutschland zumindest sollte es so sein. Aber nach wie vor gelten für Frauen nicht die gleichen Chancen wie für Männer. Es ist total wichtig, dass Frauen Bildung ermöglicht wird, sodass sie die Chancen haben, ihr Potenzial auch frei zu entfalten. Queere Rechte sind Menschenrechte und eine Frau ist eine Frau, weil sie es in ihrem Inneren spürt und nicht, weil sie bei der Geburt männlich oder weiblich zugewiesen bekommen hat. Wir empowern Frauen, damit sie selbstständig, selbstbestimmt ihr Leben in Deutschland führen können. Es ist Zeit, den Opfern eine Stimme zu geben. Wir müssen klar sagen, dass es keine Mitschuld des Opfers gibt. Wir sind alle unterschiedlich. Aber wir haben alle ein Recht, glücklich zu sein. Wir lassen hier keine Frau allein.